everybody! Willkommen hier bei mir im Keller. Direkt geht's los. Heute Creme de la Creme. Wir können leider nicht rausgehen. Das ist aber auch ganz gut so. Bleibt zu Hause, bleibt gesund. Das ist die Hauptsache. Die Message ist heute Abend. Wie auch in allen meinen Liedern, dass die Message ist. Bleibt zu Hause, bleibt gesund. Los geht's. So, okay, alles klar. Ich nehme den Links hier mit. Und dann geht's direkt hier zur Sache. Schön, dass ihr bestimmt zahlreich erschienen seid. Wie gesagt, eigentlich große Halle heute gemietet, aber war gut, dass ausfällt, weil mit dem öffentlichen Verkehrsmittel dahin zu kommen, ist immer schwierig. So. Eine Hausfrau in Berlin wollte sich weniger stressen. Drum hat sie eines Abends ihren Mann aufgefressen. Der schmeckt ja auch nicht besser als die Delikatessen. Und ihm nicht so schwer im Magen wie die Kunstwurst aus Essen. Sie hat sich diese Liebe nie mehr zugeschaut und ihn nochmal in seine blauen Augen geschaut. Dann hat sie ihm sie ausgehackt und später wieder ausgekackt. Ja. Politische Korrektheit, das ist was heute zählt. Die Jugend hat wieder einmal ausgewählt. Nennen sie drei Orte in der dritten Region. Ja, ich esse heute Abend erstmal den Speck mit Brühe. Ja, 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 so spielt das Leben. Und nimm es nicht so schwer. Ich habe dir mal eins gegeben, doch sie gibt zu dir nichts mehr. Ludger, der eroberte die Frau im Sturm. Doch Ludger hatte leider einen kleinen Wurm. Das ist doch ein Erkenntnis zu traurig sein. Es muss ja auch jemand nur das eine sein. Im Gegenteil, er gewann damit viele Wetten. Er konnte damit immer den Receiver resetten. Ja, 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 so spielt das Leben. Und du musst nicht so schwer. Ich habe dir mal meins gegeben, doch jetzt gewinnen wir nichts mehr mit. So, ja, wir haben heute nicht, wir haben Hausverbot. So, herzlich willkommen nochmal für die jetzt dazugeschaltet haben. Heute eben eine Spezialausgabe aus dem Keller. Wir singen heute natürlich die Creme de la Creme, die Greatest Hits, die jeder nicht im Radio hört, weil da gehört sie auch nicht hin, weil sie noch nicht aufgenommen sind. Das ist ein Teufelskreis, den man unterbrechen muss. So, ich spiele jetzt ein Lied. Vielleicht für einige bekannt, vielleicht auch für einige nicht. Ich habe schon einmal in Essen gespielt. Vor 14 Tagen waren wir in Berlin. Und da kamen leider keine Leute. Aus dem Grund, weil nicht, weil keine Karten verkauft worden sind. Wir waren, glaube ich, ausverkauft, hat der Veranstalter gesagt. Habe ich also jetzt mal gemutmaßt. Aber es kamen auch keine Leute, weil Corona. Ne? Und deswegen durfte keiner reinkommen. Es war eine kurzfristige Entscheidung. Aber gut, auch Situation gemeistert. Sind die Tage merklich drüber? Gewinnt sich von der Raum Zeit in Zeit. Scheint das Licht so hinüber, dass der Abend dir noch nur gänzlich entgleist. Steigt jetzt in dir das Verlangen, dass die Nacht sich vor dir noch zum Tag erhält. Wird der Teil liegt alles nieder. Es ist längst ein Tisch für dich gestellt. Und drüben im Café Venezia
seither fast wie so tolle Augen hat und das schönste Lächeln der ganzen Stadt. Und keiner könnte ihr irgendwie stehen. Es ist die Zeit, die bleibt, die Ewigkeit. Es ist der Mond, die Wüste knallt. Es ist der kleine Augenblick, auf den wir alle warten, dass er kommt, und er kommt nicht umsonst. Und die Luft schmeckt einsam scharf. Steige weiter aus deiner Mitte, schalt dich aus und leb für noch einmal. Keiner weiß, ob wir uns einmal wiedersehen. Darum bleib du bei mir im Leben stehen. Es ist zwar kalt, doch es könnte schlimmer sein. Und wer sagt, dass wir kein einziger Augenblick sehen? Doch das werden wir zwei schon überstehen. Es ist die Zeit, die bleibt, die Ewigkeit. Es ist der Mond, der Mond. Die Wüste knallt. Es ist der kleine Augenblick, auf den wir alle warten, dass er kommt. Doch er kommt nicht umsonst. Sind die Tage merklich trüber und der Wind sich von der Wahrung seine Zeit. Seh ich sanft zu dir herüber und dann weiß ich, das war meine Zeit. Das ist ein Lied, das ich präsentieren durfte jetzt hier. Gerne mehr, wenn bald wieder Auftritte stattfinden, wird das auch ganz oft gespielt. Viele Leute fragen schon, wo bist du, wo seid ihr? Ich habe auch immer eine kleine Kapelle noch mit dabei. Ne? Ich sage, hier meistens im Keller oder eben auch bei mir oben, sitze auch viel rum, auch abends vor allem. Ja, und dann überlege ich mir auch mal kleine Lieder und die meisten meiner Lieder haben auch immer die gleichen Akkorde, was noch nicht aufgefallen ist, nur in verschiedenen Reihenfolgen und in Tonlagen. Ich habe hier so einen Knopf auf meinem Klavier, da kann ich nämlich transponieren, so heißt das Wort. Und so, und jetzt denkt ihr, ach, ihr sieben mittlerweile. Sieben Leute. Nur mal sagen, es ist mehr als hier reinpassen, vermutlich. Singt das ein Lied, es ist so ähnlich wie das Wetter draußen, also gestern zumindest, gestern war es frühlingshaft, heute ist wieder Winter, Natur hat sich vertan, passiert im Westen, geht direkt weiter mit diesem wieder da. Sind aus dem Fenster, es ist Frühling, Ballon, das gibt's nur einmal im Jahr. Jetzt, wo ich meine Seele raushänge, komm ich mit vielem besser klar. Das ist die Zeit der großen Träume, der Liebe und des Wiedersehens. Doch Träume werden oft auch Schäume. Und ich reime, wie ich will. Im Partykeller gibt's wieder Partys und am Frisco schmeckt gut.
Bei diesem Wetter sind wir alle am Feier. Also seid auf der Hut. Ist mir wieder da. Jenny kauft Zigaretten. Der Tag ist noch letztlich aus. Und wenn ich morgen früh aufwach, lieg ich sicher nicht zu Haus. Alles wie gesagt. Und ich war schon in Berlin. Schwingel liegt jetzt schön am Neckar. Hab ich ja auch schon mal gechillt. Mir schmeckt jetzt alles wieder lecker. Und es ist alles halb so wild. Im Partykeller gibt's immer noch Partys und am besten schmeckt noch besser. Jetzt packt den Werkzeugkoffer ein. Wir klauen das alte Schwingschild. Wir sind wieder da. Alles wie es war. Jenny kauft Zigaretten. Der Tag ist noch längst nicht heiß. Wenn ich morgen früher aufwach, lieg ich sicher nicht zu Haus. Wir sind wieder da. Alles wie es war. Wir sind wieder da. Alles wie es war. Wir sind wieder da. Ach, das Bild ist angefroren. Nein, war nur ich. So, das ist auch ein guter Song von mir. So, ich habe gerade angesprochen, wir haben in Berlin gespielt, sogar im ehemaligen Ost-Berlin, wenn mich nicht alles täuscht, wenn meine Geografiekenntnisse mich nicht im Stich lassen, haben wir gespielt. Und ich habe schon einmal in Leipzig einen Auftritt gehabt und habe im Hotelzimmer oder in der Baracke, in der ich untergebracht war, habe ich im Vorfeld ein Lied geschrieben und hatte sehr, sehr Angst, das vorzutragen, weil alle haben gesagt, Junge, Leute, egal was ihr macht, zieht nicht über den Osten her. Und genau das habe ich dann gemacht. Aber ich hatte nichts anderes vorbereitet, deswegen musste das sein. Und es gibt auch Bilder, wie ich da saß in diesem Zimmer, aber nur ein Tisch stand und den habe ich in Beschlag genommen, habe dieses Lied dann geschrieben. Und ja, ich war... Meine Familie sitzt sehr gern zusammen. Alle Tanten und Verwandten halten sich dann an den Kranken und sagen, wie schön es hier doch ist. Man hat nichts, so nichts, was man vermisst. Das bergische Land ist zwar weit bekannt, doch ist man hier unter sich und es ist nicht so überrannt. Junge, wenn du deine Liebe findest irgendwann, es gibt so viele Orte, wo man glücklich werden kann. Bayern hat die Berge und der Norden hat das Meer und auch das kleine Saarland gefällt uns wirklich sehr. Folg deinem Herz, dein Glück soll dich nichts kosten. Sei ein braves Kind und zieh niemals in den Osten. Erinnere dich an Herrn Kowalski von nebenan. Der war bei Gott ein ehrlich freier, guter Mann. Er war nur einmal zu Besuch in Zossen. Und was war? An Weihnachten hatte er sich erschossen. Du guckst doch manchmal Aschenbrödel. Belass es auch dabei. Das ist nicht selber's Vermag. Ich dachte, das liegt wohl am gemäßigten Klima. Da fiel mir ein, was das Fernsehen sagt im Sommer.
Und er stimmt ja immer. Der Sachse fährt so gern nach China, denn er spielt die Mauern. Warum hat in der DDR niemals jemand ein Bein ausgeraubt? Der Fluchttrabi war noch nicht gebaut. Aha! Ich rief, Eltern, das einfache Leben, das ihr mir bis jetzt verwehrt. Ich möchte wissen, wie es ist, wenn ab 10 kein Bus mehr fährt. Das ist der Osten, das ist mein Neuland, doch so lange ein weites Ziel. Mutter schreibt ein Telegramm, sie meint, mit Strom ist da nicht viel. Bei uns ruft man Manta Manta, bei denen Go Tommy Go. Kinder fahren in den Zoo nach Duisburg, da drüben spielt sie am Bahnhof Zoo. Ich war hier, ich war dort, ich bin überall schön gewesen. Fällt mein Messi-Herz total, ich zieh gleich ein in Grünburger Zell. Ich komm zum Bügeln nach Mügeln, such den Schlitz in Bockelwitz. Ich fahr sind den Adelossertal und den Finsterwald. Doch ich bin zuweilen sehr romantisch. Und vielleicht verliebt man sich in mich. Ich lade sie zu Soljanka ein und fahr mit ihr zum Pfaffenstein. Dort ziehe ich meine Klampfe vor und säusel ihr ein Lied ins Ohr. Auch nicht alles toll im Westen. Nein, ihr hattet doch schon immer die Besten. Gegen Silly und Gundi Gundermann kommt kein Modern Talking an, wo man Skater Tom am Boot verglüht. Kocht bei euch die Republik und Prinztier. Der kam zwar spät, doch er kam. Und er legte mit der Instrument alle Grenzen lahm. Osten, das ist mein erstes Mal, also bindet mich nicht an den Marathon. Ich bin auch nur dezent schockiert, denn eines hab ich gleich kapiert. Ihr ist zwar Tote, Oma und Affenfett, aber an sich seid ihr noch ganz nett. Und eines, das verbindet uns. Man versteht uns zwar nicht immer, aber bei mir ist das Kunst. Ja, so, oh, da hier, Glockengeläut, das ist die Lutherkirche. Heute Abend wäre ich eigentlich bei Ben Becker, ich Judas, gewesen in der Lutherkirche. Vielleicht wollen wir gerade, vielleicht findet es doch statt. Ich muss los. Du musst los. Naja, stattdessen ist ähnlich biblisch, geht es heute hier zu Gange, kann man sagen. Jetzt kommt ein Lied, was ich eigentlich eh schon spielen wollte. Ich kann meine eigene Anschrift nicht lesen, deswegen wird es jetzt nachgeholt. Ein Lied, das schon wirklich älter ist und, sagen wir mal, sehr lange in meiner Mottenkiste geschlummert hat. Ich habe die Gitarre, klingt einigermaßen. Ich habe es vor einiger Zeit nochmal rausgeholt und mit der Band ein bisschen verfrupft. Und ja, das ist dabei rausgekommen. Ein frohes Bild entdeckt zu haben. Die Sonne schien mit ihren letzten Strahlen. Der Mond strahlt nur mit seiner ganzen Pracht. Bin auf den letzten Runden nur zu erkunden. Herz einziger Macht. Ein schwaches Licht brennt noch im kleinen Fenster über mir. Mit letzter Kraft erhält es jeden Raum. Dort sitzt er noch und schreibt und singt und zeichnet. Und versucht uns zu erklären, seinen Traum. Dass alle laute Farben Lichter Menschen dieser Welt
schmelzen und ertönen überall. Ich habe Bilder, nur Melodie, einzig und so fein wie ein Kristall. Dort lacht der Tod, er klingt er und versinkt er. Er ist ein schrecklich schräger, weiser Clown. Mit Worten, Klängen und mit aller Herzlichkeit die Welt wärmer ohne diesen Fang. Verwoben und verbrüht ist er mit seiner Musik, den zu neuen Ufern fahren lässt. Ist der allerletzte Mensch auf dieser Welt, der hat sich seine Grenzen je gesetzt. Alter Freund, hast du geträumt? Verlangen Tafel, an denen du mit deinen Liebsten sitzt. Jeder Brot und Wein in seiner Hand. Gemeinsam lacht er herzlich über diesen ganzen Mist, den man sich erzählt mit vorgehaltener Hand. Alter Freund, hast du's versagt, mich zu fragen, ob ich heute glücklich bin? Spar dir lieber deine Naht für einen neuen Witz. An dem Tisch, an dem du sitzt, ist es warm. Ich schwör, hörst du, alter Freund, du weißt, alles wird gut. Ein guter Break, um mal die Klappe rauszuholen. So ist es nämlich. Kennt ihr eigentlich auch direkt in der Hand lassen, denn das nächste Lied ist auch ein Lied auf der Gitarre. Es ist relativ, sagen wir mal, melancholisch, traurig, depressiv veranlagt, aber das muss halt auch mal sein. Ich habe die Noten hier nur zur Zahl. Damit, so ist das eigentlich. So, es ist ein sehr neues Lied. Also live gespielt in dem Sinne nur, dass, sagen wir mal, die öffentliche Probe in Berlin, okay, und da auch nur mit Hindernissen, alles ja zusammen, guter daran, dass ich nie aufräume, ist, dass ich immer alles finde sofort. Es ist schon viel passiert in meinem Leben. So viele Tage, die kann es gar nicht geben, wo du dran bist. Ich bin zu Haus im bitterbösen Tal. Sing meine Lieder mit der Nachtigall. Wo Sterne stehen, Frösche ziehen. Und da im Stadtteich dröhnt der weiße Wal. Ich bieg mich hoch
diesem Stern Absurdia. Doch warst du sicher, auch schon vor mir da, wo es Mond kam raus im Sommer. Und wo wir alle Kinder sind. Im tiefen Grund, auch unter einer für Kacke, weicher Helm, mit Kurs aufs Weltenmeer. Ich glaub an dich und hör von mir, bevor ich dich im Sturm verliere. Versinkt das Meer und bricht der Himmel ein. Vom ganzen Leine alt. Ich muss meine Mundharmonika mal stimmen. Das hat letztes Mal schon nicht funktioniert. Vielleicht muss man da die Saiten auch mal austauschen. Oder mal neue Klöppel rein. So. Das war ein Liebeslied der melancholischen Art. Ich habe auch noch zynische Liebeslieder geschrieben, ist natürlich klar. Meistens schreibt man Liebeslieder, weil ja, man schreibt eigentlich immer Liebeslieder. Tage, da will ich Liebeshymnen singen. Ich muss mich finden und versinken und tief im Herzblut ertrinken, denn manche Mädchen rauben mir fast den Verstand. Doch bei dir, da ist es umgekehrt, deine Nähe macht mich krank. Es tut mir leid, ich will dich eigentlich wirklich hassen. Ich würde nur zu gern den nächsten Bus, der zu dir fährt, verpassen. Ich kann nichts tun. Ich liebe dich von Herzen. Dieses Problem musst du jetzt irgendwie ganz völlig verschmerzen, Bert. Was soll ich sagen? Dich eigentlich gar nicht nett. Wenn ich ehrlich bin, will ich nur mit dir ins Ausland. Delikatessen, Raffinessen und ich hätte dich unterdessen. Es gibt mir Halt, wenn ich des Öfteren durch dunkle Stunden gehe. Ich muss dir danken, es hat mir schon sehr genutzt. Denn es hängt draußen und erweist sich als famoser Einbruchsschutz. Du bist so fair wie Alice Cooper bei Mama. An manchen Abends eben nicht nur deine Augenblau. Gingen wir weg mit deinen Girls, will ich's mir schenken. Aber ich wurde zu stark. Zu reden, statt zum Teil zu denken, geköpft erschossen und säuber nicht gespalten. Du könntest wohl deine Liebeswahn nicht länger an dich halten, doch glaub mir, soll es mir einmal so ergehen. Es wäre der schönste, aber auch der letzte Tag in meinem Leben. Thank you.
ist nämlich. Ja, wir wollen nachts. Dann gibt es natürlich noch ein Lied, was viele kennen, wo unser Florenzo aus Acapulco am Keyboards natürlich immer sein Spirenzchen dazu macht und ein Sound aus dem Bodenzimmer, da fliegt hier das Gurken, darfst du das sagen, das glaubst du nicht. Da ist Bums in der Hütte, da geht's ab. So, okay, das ist nämlich das Lied, schreibt einen Text. Für die, die mit singen wollen, sind 10. Hast du gehört, Jan und Nina hatten Sex? Ja. Also, darüber redet schon die ganze Stadt. Naja, okay, vielleicht haben sie es nicht wirklich gut versteckt. Der Schulhof ist vielleicht kein guter Platz. Zieh deine Freunde nachts ans Haus und sich danach die Kleider aus, mach dir nichts draus und sei dir selbst dein liebster Gast. In einer Welt, in der nur du das sagst. Dort fährt dann spät nach Mitternacht ein Bus. Nimm den Drachen, die Rakete geht zu Fuß. Zwei Schwarz und Katzen mit deinem Maulwurf zeigen dir den Weg. Komm, wann du willst, und bitte sag nicht, wann du gehst. Das ist eine Art der Fantasie. Hier gibt's an Träumen nie zu viel. Denn nur wer träumt, der hat die Wirklichkeit verpasst. Und keiner weiß, wie viele Träume du hast. Schreib einen Text. Schreib, um im Dunkeln zu versinken, um in Hoffnung zu ertrinken, schreib dich zum Mut. Schreib deinen Text. Schreib deinen Text. Schreib, solange du noch leben kannst, an jedes Fenster, jede Wand, wenn du schon gehen musst. Lass uns ein paar Zeilen mehr. Wenn du um Luft zum Atmen ringst, du nur noch Liebeslieder singst, schreib die drei Worte, die man versteht an jedem Ort. Schreib um dein Leben, du hast das Universum fort. Schreib einen Text. Und schreib ihn jetzt. Ja, das ist auch mal ein Lied. Wie auskommen mit Text. Sinnvoll, ne? Das sind auch immer kleine Ratgeber, die ich da mache. Auch für die Mitmenschen. So als Serviceleistung. Bin ja auch Dienstleister in irgendeiner Art und Weise. Kann man sagen. So, jetzt habe ich hier alles wieder verhupselt. Vielleicht nochmal kurz hier. So, der Stuhl quietscht auch noch ein bisschen. Es geht direkt weiter mit, oh, ein Lied, das scheint für viele das Highlight des Tages, kann man sagen, ja. Die denken, Mensch, ein Tag ohne ist auch nicht gut, muss es mindestens mehrfach hören, in jeder Fassung. Hier wird jetzt nichts eingeblendet, aber stellt euch vor, weil da oben könnte stehen, in dieser Playlist finden Sie noch mehr von diesem Zeug. Es gibt einmal die Playlist des ganzen Kabarettprogramms, da sind allerlei Lieder schon drin, es gibt Auftritte, also Aufzeichnungen aus Berlin und so weiter und die Zuschauerzahlen schwinden, weil ich wieder laber, deswegen geht's los mit dem Lied. Musik.
30. Heute Nacht muss es geschehen. Nämlich einfach überbeugen und dir in die Augen sehen. Erst ein Haus erkennen. Mir ein ganzes Leben. Adele, ich stolper ich zwischen Tischen hin und her. Überall kaputte Gläser und ich weiß schon gar nichts mehr. Ein Hörner schreit um Hilfe. Ich bin leiser für die Welt. Denn eins ist klar, kein Lachen, zwei kann mir was allein sein. Ich seh noch ganz genau sein altes Gesicht. Der kam hochgeschlagen, die Raube bestimmt. Er steht locker an der Reling, kommt leise auf Wiedersehen. Es war Trost, Steuermann, zum Eingangskapitän. Er hatte noch mit Samt an einem Montag gedeckt. Die Säge sind gewölbt und dunkelrot gefleckt. Die kambose Staubtrommel ist noch ausgeleckt. Ein Blick in Richtung alle Männer deckt. Dabei bist du vor ein paar Jahren doch selber rausgefahren. Mit deinem alten Schäbigen verrosteten Kahn. Wasser 36 Mann in die Anker rausgeworfen. Ein Freier, habe Stöße, alter Freund. Manchmal ein Stich, ich hätte das alles nur betreiben zu. Lambrusco, gefahren versenkt. Hast wie ein Angelboden nur zu ertränken. Nicht so viel mit drumherum und Gedöns und normalerweise werfe ich die Band auch ab mit Sachen und dann gehen die von der Bühne und dann tun die so, als hätten die mich nicht gehört, dann kommen die nochmal wieder und dann ist das immer sehr anstrengend. Das auch mal aufbauen und so, das können die machen, ne? Ist in Ordnung. Ich muss dann auch schnell weg, immer mit der Kasse und so, wenn was in der Kasse ist, meistens ja nicht. So, aber bald auch wieder, wenn diese ganze Scheiße vorbei ist mit dem Krankzahlen und so, hoffen mal, dass die Menschen, die jetzt was haben, dass es dem Beispiel besser geht und dass nicht mehr so viele krank werden. Aber auch diese Zeit werden wir überstehen durch solche Konzerte. Ist egal, wie viele Leute dazugucken. Ganz viele Musiker können das nutzen, weil Musiker wollen natürlich auch auftreten. Das ist natürlich ganz klar. Und durch diese Technik ist gut, dass es sowas gibt. Und ja, bald auch wieder mit Band oder meinen Freunden unterwegs. Und dann machen wir wieder ein paar Bühnen unsicher. Und bis dahin müssen wir uns ein bisschen gedulden und auch in Geduld üben. Ich glaube, das ist eine Tugend, die man wieder mal lernen könnte. Ich sollte das zum Beispiel tun. Ich bin nicht so geduldig in aller Regel. Aber es gibt einen Mann, der ist noch viel ungeduldiger, denn der konnte es nicht erwarten, den nächsten Tag zu sehen,
denn da wollte er sich umbringen. Das ist natürlich ein sehr dramatisches Thema, aber in diesem Lied absolut erlaubt. Und zwar Carlo Kiesewetter. Carlo Kiesewetter war schon 100 Jahre alt. Er lebte bei den großen Sümpfen hinterm Fensterwald. Alle Tanten und Verwandten kommen schon mal her. Carlo Kiesewetter war schon 100 Jahre alt. Er lebte bei den großen Sümpfen hinterm Fensterwald. Alle Tanten und Verwandten waren schon lange fort. Die leben jetzt an einem sehr viel besseren Ort. Die wohnen jetzt in Bochum oder Niederkrüchte. Carlo wusste noch ein Jahr alt, er sieht nicht mehr aus. Er versenkte erst das Auto, seinen Hund und dann das Haus. Ihm würde gar nichts fehlen, er hat alles schon gesehen. Den Eiffelturm zum Bosporus, wo er den Teppich knüpfte. Und Carlo Kiesewetter Pyramide in die Sümpfe. Jetzt wird es langsam ernst, es musste jetzt geschehen. In 1-2 Stunden wird er langsam untergehen. Wie lange hat er da eigentlich schon von geträumt? Die Sachen sind aus dem Carlo Kiesewetter Pyramide in die Sümpfe. War das überhaupt erlaubt, nicht dass später jemand schimpfte? Er kaufte sich dafür doch lieber noch 2 warme Strümpfe. Vielleicht geht Carlo Kiesewetter morgen in die Sümpfe. Ah, so ist es dann doch noch gut ausgegangen, kann man sagen. Ist nicht so dramatisch. Denn wer einen Sumpf vor der Haustür hat, der hat eigentlich keinen Grund, sich zu beschweren. Und es geht immer weiter. Wie auch hier geht es immer weiter. Ich bin der Meister der Übergänge, falls ihr es noch nicht wusstet. Ja, kommen wir zum letzten Lied. Da machen wir auch Schluss. Ich habe ja gesagt, zum Tatort sind wir fertig. Da sind wir noch dick drin. Insofern sage ich jetzt schon mal Tschüss. Ich räume den Keller gleich wieder auf oder auch sperr ab. Mal gucken. Wir wollen sehen. Vielleicht ist das ja jetzt auch jeden Abend angesagt, aber so viele Lieder habe ich gar nicht. Ich mache es wie Reinhard May. Er hat, wenn er zu wenig Lieder im Programm hatte, die einfach nochmal auf Französisch gesungen. Könnt ihr auch machen. Ich kann zwar kein Französisch, aber die meisten von euch ja auch nicht. Kennen Sie schon die Geschichte von dem Wunder, das geschah, als die Liebe für 2 Menschen bei der Kampfansage war? Und sie hat kein Happy End, das hab ich damals schon geahnt. Doch davor hat mich auch kein Bier und auch kein Flaschendrink gewarnt. Denn die Liebe ist ein Irrtum und Gefühle sind ein Witz. Und darum habe ich dich im Proberaum geküsst. So mein Testament. Hast du einen Freund? Nichts weiter war mir wesentlich. Ich hab's nicht gleich gesehen und hab es da noch nicht erkannt. Es war kein Zufall, kein Versehen, du warst geplant von langer Hand. Und die Liebe war verwundet. Wollte gleich nach dem Frühstück gehen, doch ihr Bus ließ sie vorbei, 2 Jahre still. Sie schlich in deinen Koffer, hast es lange nicht gecheckt. Auch in meiner Jacke hat sie sich versteckt. Und man hörte voneinander, und es war ja ganz schön. Ja, komm mal runter, du musst mal meine Wohnung sehen. Ja, so schnell wie es damals anfing, war so schnell wieder vorbei. Und wie viele Freunde haben gebetet,
Und wie viele Nächte durch ihr Fall, dass die See sich einmal legt. Das kann doch nicht so schwierig sein. Und eines Tages konnte ich gehen. Es schmerzt gar nicht so sehr. Deine Hand auf meiner Schulter, wo kommt die denn plötzlich her? Hab ich dein Herz zerfetzt? Hat die Liebe schwer gealtert, hat den Bündel noch gepackt und hat sich mit letzter Kraft zur alten Stimme aufgenommen. Und dann kam noch der Bus und hat die Tür aufgeklappt und sie fuhr mit ihr nach Süden und so fuhr die ganze Nacht. Ich kauf wieder neue Blumen, ich hab auch voll getankt. Doch dein Kleid von unserem Sommer hängt bei dir hin, bei dem Schrank. Vielleicht soll's mit uns nicht klappen, der Kampf ist jetzt vorbei. Und endlich kann ich wieder hoffen auf die Liebe. Vielen Dank fürs Zusehen. Gute Nacht. Tschüss. Das war's. Wie mache ich denn jetzt aus? Tja, ich gehe jetzt mal. Vielleicht gehe ich noch kurz hier hin. Ich mache ja schon selbst, ist doch egal jetzt hier.